Geheimnisse. Am frühen Morgen treffen sich Mutter und Tochter beim Frühstück in der Küche. Thomas Schall hat das Haus schon verlassen. Sebastian kann ausschlafen. Guten Morgen, Amelie. Hast du gut geschlafen? Ja, nur zu kurz. Du bist gestern spät nach Hause gekommen. Wir möchten nicht, dass du allein nach 22 Uhr mit der U-Bahn fährst. Es ist Sommer. Abends ist es noch hell. Aber das kommt nicht wieder vor. Versprochen. Was habt ihr gemacht? Matheaufgaben. Und das am heiligen Sonntag. Das hört sich doch ganz gut an. Die Mutter sieht ihre Tochter trotzdem mit ernster Miene an. Amelie, verstehe mich und deinen Vater bitte nicht falsch. Wir wollen dich nicht kontrollieren. Wir möchten nur wissen, wo und mit wem du zusammen bist. Wir sind deine Eltern. Wir sind für dich verantwortlich. Du hast dich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr verändert. Verstehe ich nicht. Ich bin wie immer. Dein Aussehen hat sich stark verändert. Du sprichst nicht mehr so oft wie früher mit uns. Wir wissen nicht mehr, was dich beschäftigt und was in dir vorgeht. Sarah Schall sieht ihre Tochter nachdenklich an. Hast du keine Lust mehr, in die Schule zu gehen? Hast du Ärger mit Lehrern? Sag mir die Gründe, damit ich dir helfen kann. Nur mit Glück bist du in die nächste Klasse versetzt worden. Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Er ist ordentlich, zuverlässig, diszipliniert und fleißig und hat es schon weit gebracht. Amelie schüttelt den Kopf. Das ist mir echt zu viel. Ich bin nicht Sebastian. Immer vergleicht ihr mich mit ihm. Das ist nicht fair. Ich bin anders als er. Akzeptiert das endlich. Amelie hält in der Hand eine Tasse Tee. Sie hat noch nicht getrunken. Sie stellt die volle Tasse auf den Küchentisch zurück. Was habt ihr eigentlich gegen mich? Alles mache ich falsch. Nichts kann ich euch recht machen. Ihr interessiert euch nur für euren Sohn. Ich bin euch gleichgültig. Ich kann ja auch ausziehen und bei meiner Freundin wohnen. Die Stimme von Amelie klingt traurig. Amelie fühlt sich verletzt. Am liebsten würde Sarah ihre Tochter jetzt in die Arme nehmen. Sie kann es nicht. Kind, so war das doch nicht gemeint. Du weißt, wir wollen nur dein Bestes. Sarah Schall, Mutter und Lehrerin, weiß, dass sie ihrer Tochter gegenüber nicht richtig reagiert hat. Leise sagt Amelie. Übrigens, jeder Mensch, Amelie macht eine kleine Pause, jeder Mensch hat seine Geheimnisse. Auch euer toller Sohn Sebastian. Geheimnisse? Vor uns? Was willst du damit sagen? Ist dir nicht aufgefallen, dass er sich in letzter Zeit merkwürdig zu Maria verhält? Mehr sage ich nicht. Ich muss zur U-Bahn. Frau Schall möchte jetzt wissen, was mit ihrem Sohn los ist. Ich kann dich doch bis zur U-Bahn-Station mitnehmen. Diesen Vorschlag hört Amelie nicht mehr. Sie ist schon draußen. Das Frühstück steht unberührt auf dem Küchentisch. Frau Schall bleibt ratlos in der Küche zurück. Evet arkadaşlar, burada 5. bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi başa gidip bunu Türkçe anlamlandırmasını yapmaya çalışalım. Hemen başa gelelim. Yani bu bölümün başına. Şöyle gelelim. Burada geheimnis sır demek arkadaşlar. Sır. Evet. Gizem anlamında. Buradan gelelim. Am frühen Morgen. Yani sabahın erken saatinde treffen sich Mutti und Tochter beim Frühstück in der Küche. Yani sabahın erken saatinde anne ve kız mutfakta kahvaltıda karşılaşırlar. Karşılaşırlar arkadaşlar. Evet. Burada Thomas Schall hat das Haus schon verlassen. Yani babası, kızın babası olan Thomas Schall çoktan evden ayrılmış. Yani evden çıkmış. Sabah erkenden evden çıkmış. Thomas Schall hat das Haus schon verlassen. Yani erkenden çıkmış. Sebastian kann ausschlafen. Bu arada da Sebastian kann ausschlafen. Yani halen yatmakta arkadaşlar. Daha fazla yatabilir anlamında. Buradan arkadaşlar bu ausschlafen ona bir bakmak istiyorum sözlükte.
Evet, uyuyarak geçirmek anlamında. Yani saatini uyuyarak geçirebiliyor. Burada Sebastian can ausschlafen. Yani Sebastian daha fazla yatabilir. Yani uykuyla geçirebilir zamanını demek istiyor arkadaşlar. Burada Guten Morgen. Guten Morgen, Amelie. Günaydın, Amelie. Hast du gut geschlafen? Yani iyi uyudun mu? Hast du gut geschlafen? İyi uyudun mu? Ya, nur kurz. Evet, ama sadece kısa. Yani kısa bir uyku almış arkadaşlar. Du bist gestern spät nach Hause gekommen. Yani dün oldukça geç. Yani oldukça değil de yani dün gestern annesi söylüyor burada arkadaşlar. Annesiyle konuşuyor Amelie. Diyor ki du bist gestern spät nach Hause gekommen. Yani dün eve geç döndün. Geç saatte döndün. Ve möchte nicht, dass du allein nach 22 Uhr mit der U-Bahn fährst. Yani biz senin gecenin 22'sinde, yani gecenin saat 22'sinde, yani tren istasyonundan hareket etmeni yani istemiyoruz. Yalnız başına hareket etmeni istemiyoruz. Bunu annesi söylüyor, yani bir tavsiye niyetinde. Ve möchten nicht, yani istemiyoruz. Dass du allein, senin yalnız saat 22'de yani U-Bahn, yani tren istasyonunda hareket etmeni istemiyoruz demek istiyor arkadaşlar. Burada Amelie arkadaşlar ne diyor ona bakalım. Burada Amelie diyor ki Es ist Sommer, yani yazdır. Yani mevsimlerden yaz. Abends ist noch hell. Yani akşamları halen yani ışık var. Yani demek ki tam karanlık basmamış. Abends ist noch hell. Yani hava aydınlıktır. Aber das kam noch wieder vor. Fakat bu tekrarlanmayacak. Yani tekrar olmayacak. Aber das kommt nicht wieder vor. Bu tekrarlanmayacak. Versprochen. Söz veriyorum. Was habt ihr gemacht? Annesi soruyor. Diyor ki peki ne yaptınız? Yani kız arkadaşla birlikte. Siz ne yaptınız? Was habt ihr gemacht? Mathe Aufgaben. Amelie cevap veriyor. Diyor ki matematik ödevimizi und das am Heiligen Sonntag. Ve diyor o yani heiligen kutsal demek anlamında arkadaşlar. Demek ki Sonntag pazar günü kiliseye gitmişler. Yani kilise görevini yerine getirmişler. Das ist doch ganz gut an. Yani bunu duymak gerçekten tümüyle güzel. Yani bunu duymak oldukça güzel anlamında annesi diyor. Das hörst ist doch ganz gut an. Evet. Burada die Mutti sieht ihre Tochter trotzdem mit ernster Miene an. Yani bunu duymasına rağmen die Mutti sieht ihre Tochter yani kızına böyle mit ernster Miene an. Yani böyle ciddi, ernster, ciddi bir ifadeyle böyle bakıyor arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar burada mit ernster Miene yani böyle ciddi bir ifadeyle bakmasına yani yüzünde ciddi bir ifade olmasına rağmen de mutezit ile doktor yani kız anne kızına bakıyor yani yüzüne bakıyor anlamında çeviriyorum. Buradan geliyorum arkadaşlar. Evet. Amelie, stell mich und deinen Vater bitte nicht falsch. Annesi konuşuyor arkadaşlar. Diyor ki Amelie, verstehe mich und deine Vater bitte nicht falsch. Yani Amelie beni ve babanı lütfen yanlış anlama. Ve wollen dich nicht kontrollieren. Biz seni yani kontrol etmek istemiyoruz. Ve möchten nur wissen. Biz sadece bilmek istiyoruz ki wo und mit wem du zusammen bist. Yani nerede ve kiminle olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ve möchten nur wissen. Yani sadece bilmek istediğimiz şey senin nerede olduğun ve kiminle olduğun. Kiminle birlikte olduğun. Wir sind deine Eltern. Biz senin yani anne ve babanız. Wir sind für dich verantwortlich. Biz senden sorumluyuz. Wir sind für dich verantwortlich. Du hast dich in den vergangenen Wochen und Monaten verändert. Sen diyor yani geçenlerde ve yani geçen haftalar içerisinde ve geçen aylar içerisinde ve gangren yani geçen ay içerisinde zelfe yani oldukça değiştin. Verstehe ich nicht, ich bin wie immer. Burada Amel diyor ki verstehe ich nicht, seni anlamıyorum. Yani annesi diyor ki seni anlamıyorum. Ich bin wie immer. Ben her zaman olduğum gibiyim. Sonra annesi ne diyor bakalım arkadaşlar. Şöyle. Dein Aussehen hat sich stark verändert. Dein Aussehen. Yani senin diyor dış görünüşün hat sich stark verändert. Yani oldukça yani kuvvetli bir şekilde değişti.
Du sprichst nicht mehr so oft wie früher mit uns. Yani sen, du sprichst nicht mehr. Artık daha fazla konuşmuyorsun. So oft wie früher. Yani önce. Yani önce sıklıkla konuşurduk. Yani önceki gibi sık bizimle diyor konuşmuyorsun. Wir wissen nicht mehr, was dich beschäftigt. Yani biz senin neyle meşgul olduğunu bilmiyoruz. Und was in der Vergangenheit, yani içinde ne geçtiğini, neyle meşgul olduğunu biz diyor artık daha fazla bilmiyoruz. Sarah Schall sieht ihre Tochter nachdenklich an. Bu arada Sarah Schall, yani Amel'in annesi, kızına böyle düşünceli düşünceli bakıyor arkadaşlar bu konuşmayı yaparken. Burada annesi devam ediyor konuşmaya. Diyor ki, hast du keine Lust mehr? Yani artık daha hiç istemiyor musun in die Schule zu gehen? Yani okula daha fazla gitmek istemiyor musun? Yani öyle bir isteğin kalmadı mı? Hast du Ärger mit Lehrern? Öğretmenlerle takıştın mı? Sag mir die Gründe, damit ich dir helfen kann. Yani bana nedenini söyle ki sana yardımcı olabileyim. Sag mir die Gründe. Grund arkadaşlar neden. Evet. Sag mir die Gründe, damit ich dir helfen kann. Yani sana yardımcı olabilmem için bana nedenini söyle. Nur mit Glück bist du in die nächste Klasse versetzt worden. Yani nur mit Glück yani şanstan ki du bist in die nächste Klasse. Yani bir sonraki sınıfa, yani bir üst sınıfa mesela yerleştirildin. Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Kardeşini diyor örnek al. Nimm dir örnek al. Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Yani böyle kardeşini kendine örnek al. Es ist ordentlich, yani kendisi düzenli, zuverlässig, güvenilir, diszipliniert, yani disiplinli und fleißig ve akıllı und hat schon weit gebracht ve aynı zamanda da ilerleme kaydeden birisi. Yani ileriye doğru giden, yani çalışmalarında başarı kazanan birisi anlamında arkadaşlar. Evet, burada Amelia arkadaşlar, Amelie Schütterdenkopf, yani Amelie başını çeviriyor arkadaşlar. Das ist mir echt zu viel. Bu benim için çok fazla. Das ist mir echt, yani bu echt gerçekten anlamında. Das ist mir echt zu viel. Bu benim için çok fazla. Yani bu benim için gerçekten çok fazla. Ich bin nicht Sebastian. Ben Sebastian değilim. Immer vergleicht ihr mich mit ihm. Immer vergleicht ihr, yani siz, seninle annem babam, siz her zaman beni onunla karşılaştırdınız. Das ist nicht fair. Yani bu hakkaniyetli bir şey değil. Ich bin anders als er. Ben ondan farklıyım. Akzeptiert das endlich. Lütfen bunu, yani bunu kabul edin. Bunu kabul edin anlamında. Arkadaşlar devam ediyorum. Bu arada yine Amelie hat in der Hand eine Tasse Tee. Bu arada Amelie arkadaşlar bir elinde mesela bir fincan çay tutuyor. Sie hat noch nicht getrunken. Yani o onu içmemiş halen. Sie stellt die volle Tasse auf den Kuchentisch zurück. Yani bu dolu, yani dolu kahve fincanını arkadaşlar, yani içmeden ne yapıyor? Auf den Kuchentisch zurück. Yani stellen, yerleştirmek, koymak anlamında. Yani bu dolu kahve dolu bu fincanı arkadaşlar tekrar Kuchentisch, mutfak masasının üzerine koyuyor. Was habt ihr eigentlich gegen mich? Yani bana karşı neyiniz var? Alles mache ich falsch. Her şeyi yanlış mı yapıyorum? Nichts kann ich auch recht machen. Yani size haklı çıkarmıyor muyum? Yani ya sizin için haklı olan bir şey ya da size doğru gelen bir şey yapmıyor muyum? Yapamaz mıyım yani? Nichts kann ich. Yani hiçbir şey yapmıyor muyum anlamında arkadaşlar? Nichts kann ich auch. Yani ben size hiçbir şeyi recht machen. Yani size haklı olan bir şey hiç yapmıyor muyum? Interessiert auch nur für euren Sohn. Siz her zaman, yani siz daima interessiert auch nur für euren Sohn. Euren Sohn, yani siz hep oğlunuz için, yani hep, ancak oğlunuz için mesela ilgilendiniz, hep oğlunuzla ilgilendiniz demek istiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, devam ediyorum. Böyle şöyle geldim. İlerliyorum. Neyse. Ich bin auch gleichgültig. Gleichgültig. Ich bin auch gleichgültig. Yani ben sizin için hani önemsizim anlamında. Ich bin auch gleichgültig. Ich kann ja auch aussehen und bei meinen Freunden wohnen. Yani ben diyor buradan taşınıp arkadaşımın yanında yaşayabilirim. Die Stimme von Amelie klingt traurig.
Bu arada Amelie'nin sesi arkadaşlar böyle ağlamak ve endişeli oluyor. Amelie fühlt sich verletzt. Amelie kendisini bile yaralanmış hissediyor. Am liebsten würde Sarah ihre Tochter jetzt in die Arme nehmen. Am liebsten würde Sarah ihre Tochter jetzt in die Arme nehmen. Yani tam bu sırada arkadaşlar yani Amelie'nin annesi Sarah yani kızı Amelie'yi kucaklamak istiyor. Yani ona sarılmak istiyor. Sie kann es nicht, fakat bunu yapamıyor. Sie kann es nicht. Evet. Buradayım arkadaşlar. Yani çocuğum. So war das noch nicht gemeint. Yani böyle demek istemedim anlamında arkadaşlar. Das war doch nicht gemeint. Meinin anlamına gelmek. Yani bu anlama gelmiyor. Yani bunu demek istemedim. Du weißt, biliyorsun. Wir wollen nur dein Bestes. Biliyorsun biz senin her zaman iyiliğini isteriz. Yani senin için en iyisini isteriz. Sarah Schall, yani Bayan Schall arkadaşlar, Mutti und Lehrerin, yani kendisi bir anne ve bir öğretmen olarak, weiß, biliyor ki, dass sie ihre Tochter gegenüber, yani kendisiyle kızı arasında nicht richtig reagiert hat. Gegenüber, nicht richtig reagiert hat. Yani kızıyla kendisi arasında yani düzgün bir iletişim, yani etkileşim yok olduğunu biliyor. Arkadaşlar, yani etkileşimin olmadığını biliyor. Bu arada arkadaşlar, Liza sagt Amelie, Liza yani böyle sessizce, yani sesini fazla yükseltmeden Amelie diyor ki, evet, übrigens, ayrıca jeder Mensch, her insan, Amelie macht kendine, macht eine kleine Pause. Yani bu arada mesela bunu derken Amelie arkadaşlar böyle kısa bir duraklama yapıyor, mesela pause yapıyor. Sonra devam ediyor konuşmasına, diyor ki, jeder Mensch hat seine Geheimnisse. Yani her insanın bir sırrı var. Her insanın sırrı var. Auch euer toller Sohn Sebastian. Sizin diyor o akıllı oğlunun Sebastian'ın da mesela bir sırrı var. Anlamında söylüyor. Sonra annesi diyor ki Geheimnisse, sırrı mı? Für uns, bizden mi? Was willst du damit sagen? Bununla ne demek istiyorsun? Was willst du damit sagen? Bununla ne demek istiyorsun? Ist dir nicht aufgefallen? Ist dir nicht aufgefallen? Yani hiç fark etmedin mi? Ist dir nicht aufgefallen, dass sich in letzter Zeit merkwürdig, yani onun diyor son zamanlarda böyle yani merkwürdig, yani böyle endişeli, durgun, ondan sonra yani canı sıkıldığını diyor hiç fark etmedin mi? Zumaria verhalt, yani bunu cümleyi tam okuyorum arkadaşlar, yani Maria'ya karşı mesela. Yani Sebastian'ın Maria adlı bir kız arkadaşı var. Sebastian'ın Maria'ya karşı böyle yani durgun, ondan sonra böyle endişeli bir durum içerisinde olduğunu diyor. Hiç fark etmedin mi? Mesela ihniyet. Daha fazlasını söylemiyorum. İhmuzu U-Bahn. Yani benim diyor tren istasyonuna gitmem gerekiyor. Bu arada arkadaşlar Frau Schall, Bayan Schall möchte jetzt wissen was mit ihrem Sohn los ist. Bu arada Bayan Schall arkadaşlar oğlunun nesi olduğunu bilmek istiyor. An itibariyle. Ich kann dich doch bis zur U-Bahn mitnehmen. Ich kann dich doch bis zur U-Bahn Station mitnehmen. Yani diyor ben seni diyor tren istasyonuna diyor götürebilirim. Diyor annesi. Ama arkadaşlar diesen Vorschlag. Yani diesen Vorschlag. Vorschlag öneri demek arkadaşlar. Evet. Yukarıya alalım. Evet. Diesen Vorschlag hört Amelie nicht mehr. Ama diyor bu öneri diyor Amelie artık duyamaz. Duyamaz. Sie ist schon draußen. Çoktan dışarıdaymış kendisi. Yani dışarıya çıkmış. Das Frühstück steht unberührt auf dem Kuchentisch. Masa üzerinde yani mutfak masasının üzerinde bulunan kahvaltı arkadaşlar steht unberührt. Yani dokunulmamış bir şekilde kalıyor. Frau Schall bleibt ratlos in der Küche zurück. Yani Frau Schall bleibt ratlos arkadaşlar. Evet, Bayan Schall arkadaşlar. Tekrar yani Küche yani mutfağa yani böyle şaşkın bir şekilde mutfakta kalıyor arkadaşlar yani kendi başına. Frau Schall bleibt ratlos şaşırmış bir şekilde in der Küche zurück. Yani mutfakta tekrar kendi başına böyle şaşkın bir halde kalıyor anlamında çeviriyorum arkadaşlar. Bu bölümü de bitirdik. Bu bölümü de tekrar dinletirsem iyi olur. En azından ne öğrendik ona bakalım. Böyle yani şuradan başlayalım. Yani şuradan başlayalım. Geheimnisse. Am frühen Morgen treffen sich Mutter und Tochter beim Frühstück in der Küche. Thomas Schall hat das Haus schon verlassen
Sebastian kann ausschlafen. Guten Morgen, Amelie. Hast du gut geschlafen? Ja, nur zu kurz. Du bist gestern spät nach Hause gekommen. Wir möchten nicht, dass du allein nach 22 Uhr mit der U-Bahn fährst. Es ist Sommer. Abends ist es noch hell. Aber das kommt nicht wieder vor. Versprochen. Was habt ihr gemacht? Matheaufgaben. Und das am heiligen Sonntag. Das hört sich doch ganz gut an. Die Mutter sieht ihre Tochter trotzdem mit ernster Miene an. Amelie, verstehe mich und deinen Vater bitte nicht falsch. Wir wollen dich nicht kontrollieren. Wir möchten nur wissen, wo und mit wem du zusammen bist. Wir sind deine Eltern. Wir sind für dich verantwortlich. Du hast dich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr verändert. Verstehe ich nicht. Ich bin wie immer. Dein Aussehen hat sich stark verändert. Du sprichst nicht mehr so oft wie früher mit uns. Wir wissen nicht mehr, was dich beschäftigt und was in dir vorgeht. Sarah Schall sieht ihre Tochter nachdenklich an. Hast du keine Lust mehr, in die Schule zu gehen? Hast du Ärger mit Lehrern? Sag mir die Gründe, damit ich dir helfen kann. Nur mit Glück bist du in die nächste Klasse versetzt worden. Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Er ist ordentlich, zuverlässig, diszipliniert und fleißig und hat es schon weit gebracht. Amelie schüttelt den Kopf. Das ist mir echt zu viel. Ich bin nicht Sebastian. Immer vergleicht ihr mich mit ihm. Das ist nicht fair. Ich bin anders als er. Akzeptiert das endlich. Amelie hält in der Hand eine Tasse Tee. Sie hat noch nicht getrunken. Sie stellt die volle Tasse auf den Küchentisch zurück. Was habt ihr eigentlich gegen mich? Alles mache ich falsch. Nichts kann ich euch recht machen. Ihr interessiert euch nur für euren Sohn. Ich bin euch gleichgültig. Ich kann ja auch ausziehen und bei meiner Freundin wohnen. Die Stimme von Amelie klingt traurig. Amelie fühlt sich verletzt. Am liebsten würde Sarah ihre Tochter jetzt in die Arme nehmen. Sie kann es nicht. Kind, so war das doch nicht gemeint. Du weißt, wir wollen nur dein Bestes. Sarah Schall, Mutter und Lehrerin, weiß, dass sie ihrer Tochter gegenüber nicht richtig reagiert hat. Leise sagt Amelie. Übrigens, jeder Mensch, Amelie macht eine kleine Pause, jeder Mensch hat seine Geheimnisse, auch euer toller Sohn Sebastian. Geheimnisse? Vor uns? Was willst du damit sagen? Ist dir nicht aufgefallen, dass er sich in letzter Zeit merkwürdig zu Maria verhält? Mehr sage ich nicht. Ich muss zur U-Bahn. Frau Schall möchte jetzt wissen, was mit ihrem Sohn los ist. Ich kann dich doch bis zur U-Bahn-Station mitnehmen. Diesen Vorschlag hört Amelie nicht mehr. Sie ist schon draußen. Das Frühstück steht unberührt auf dem Küchentisch. Frau Schall bleibt ratlos in der Küche zurück. Kapitel 6. Evet. Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Herkese kolaylıklar diliyorum. Muş'tan herkese selamlar. Çalışmalara devam arkadaşlar. Başka çare yok.